Willkommen in meinem Wirtshaus! Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist Rinnens Gedanke mit Hearthstone Heroes of Warcraft. Eine neue Woche, ein neues Kartenchaos. Diese Woche ist ein bisschen anders. Zufall total. Eine Zufallsbegegnung am Wegekreuz in einem Mana-Sturm. Wird eine Klasse und erhält zufällige Karten, deren Kosten in jedem Zug neu ausgewählt werden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also das Wegekreuz hatten wir auf jeden Fall schon mal, die Zufallsbegegnung am Wegekreuz. Das mit dem Mana-Sturm kommt mir auch bekannt vor, dem neu auswürfeln. Weiß ich jetzt nicht. Also entweder ist es ein altes bekanntes Kartenchaos neu gemacht oder zwei komplette Kartenchaos zusammengewürfelt. Eins von beiden wird sein. Ja, ich habe hier noch Standardklassen übrig. Habe ich dann noch den Schaman, den Paladin und den Hexenmeister. Bei Zufallskarten habe ich vielleicht mal den Hexenmeister. Nach jedem Kartenchaos heißt es erst ein paar Tage aufräumen. Schaut später wieder vorbei, wenn ihr nicht hineinkommt. Oh ja. Mal läuft ja. Heute habe ich auch 60 FPS, irgendwie ist es merkwürdig. Gul'dan gegen Anduin! Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Seele wird mir gehören! Wenn die neu ausgewürfelt werden, kann ich die eigentlich so behalten, oder? Mach's einfach mal. Ihre Kosten werden neu ausgewürfelt, ne? Ich habe mir das schon wieder nicht gemerkt. Das wird jetzt wieder die Runde stark beeinflussen, weil ich wieder nicht mitgedacht habe. Na los, Attacke, Kollege. Ich grüße euch. Das Gute ist, der Schilder, den ihr so könnt nicht vorbei. Achso, die werden im Deck neu ausgewählt. Ja, das ist jetzt gut. Das ist vielleicht auch. Ah, na, das ist blöd. Nee, doch, sie werden jede Runde neu ausgewählt. Das ist schön. Ding ist, bleiben die jetzt so und er wird jetzt nur noch verändert. Ist ja mal gut zu wissen, dass die Schatten gestaltet ist. Zumindest nervt. Ich trage die Kraft der Pechschwingen in mir. Leroy? Ich mag den Axramas-Soundtrack. So ein bisschen Goblin-Gnome-mäßig, mit den Maschinen und so klingt das so. Ach, scheiße, mit den Gedankenstachel. Und dann halt diese Geige mit dem, was das alles ein bisschen mythischer und horrormäßiger macht. Ist schon cool. Kannst ihn ruhig trotzdem anbauen. Ist ja so chill. Dann macht keinen Schaden. Klopomatik. Ich habe den so selten in meinem Deck leider. Das wäre sehr verwirrend mit dem Zeitbildschirm, wo ich OBS laufen sehe. Vor allem in Echtzeit. Das ist voll cool. Ah, fuck you. Bitch. Begrüßt die Lehre. Begrüßt die Lehre. Auge ist zwar jetzt nicht mehr wirklich zu gebrauchen, aber who the fuck cares? Who the fuck cares? Ich kann auch nicht so viel geile einmal als vielleicht wollte ich Brüde spielen, denn wenn ich diese Runde nicht schaffe, spiele ich auch nicht so eine Runde. Weil bei denen kommt eine richtig krasse Karte. Die Zeit ist um! Auf geht's! Der hat auch voll die coole Stimme im Deutschen bekommen. Haben sie ihn nochmal in anderen Sprachen noch mehr geehrt? Hat
dieser geilen Level 50 Ausrüstung hier da an. Du kleine Bitch. Dafür werdet ihr büßen. Ich nehme einen Druiden. Mit dem Druiden kann es ganz spannend werden. Im Kartenhaus heißt es erst ein paar Tage aufmachen. Schaut später wieder vorbei, wenn ihr nicht hineinkommt. Wollen wir das wohl schon mal gehört? Fällt auch gerade auf, dass ich Dingens noch gar nicht hochgeladen habe. Heroes of the Storm. Bei Furia gegen Gul'dan! Das Metanochka. Eure Seele wird mir gehören! Ich muss die Welt für dich wäre schon ganz schön geil. Ich hätte vielleicht nur lieber in den Geburtstag, ist aber auch ganz cool. Grüße. Ich grüße euch. Ja, das ist schreckenlos. Schreckensross. Aber ja, da kostet mich jetzt 2. Eigentlich hätte ich. Na ja, gut. Da freue ich mich drüber. Scheiße. Not cool, man. Wenn sie jede Runde billiger nehmen, werden ja zwischenzeitlich auch nochmal durcheinander geworfen. Der klingt ein bisschen so wie der Synchronsprecher von dem wilden Angreif, Kämpfer, oder dem Bären. Der sieht ziemlich cool aus. Ja, wow, für einen Mana, ey, das hat mich jetzt. Schreibt mich nicht so an! Aber gut, wenn Sternfeuer noch bezahlbar bleibt. Bringt mir auch nichts. Ariana hat aber auch nur 5-5. Das gefällt mir nicht. So sorry. Das wird schwierig wegzubekommen. Ich weiß. Die wird doch gleich wieder teurer, oder? Also ich glaube, die zirkeln, so wie ich es jetzt verstanden habe, immer so die drei, also abgesehen von ihren Standardkosten, immer diese drei Zahlen durch 7. 7 kostet sie ja standardmäßig, oder? Ich weiß es nicht mehr. 7,5 hat sie jetzt immer gemacht. Schilde hoch! Ja, das kostet wieder mehr. Ich habe kein Wildtier. Scheiße. Aviana ist zwar eine Göttin der Tiere. Das Licht scheint auf jeden. Jemand den Arzt gerufen. So, auf jeden Fall einen opfern. Er wird wahrscheinlich die ohne Spott nehmen. Ich brauche ein Wildtier. Ganz klar. Trocknen! Ein billiges Schreckensross ist auch ganz cool. Ich kann schon sagen. Ein. Oh, yes! Schlangen sein! Scheiße. Ich hab den Typen aufgelöst. Er kriegt nur plus 1. Das ist der andere aber mal viel geiler. Aber egal. Das ist der perfekte Konter mit dem anderen Trock zusammen. Und Trockzor für jeden Magier. Und die Malops hier schon wieder. Aviana kostet jetzt 6, also okay, die werden nicht. Das ist wirklich sehr zufällig.
müsste vernünftig aussehen, aber okay. Okay, Harpien sind halt wilde Bestien, die man sonst so kennt. Wo will denn jetzt loswerden? Scheiße, ich habe die besten dieselbe Idee wie er, nur dass er das billige Geschmack hat. Okay, diese Klasse normalerweise 9. Also ist 9, 7, 6, 5 hatte sie bis jetzt. Kann ja trotzdem sein, dass es durchgezirkelt wird. Aber er kommt nicht ins Spiel, weil er nichts mit Schaden aufhält. Die sind halt ätzend, das ist alles. Macht sich mit Adalas mehr oder weniger ja auch selber kaputt. Meine Kinder! Das ist eine schöne Melodie, wenn man die beschwört. Du willst ja Aviana eh loswerden, bestimmt. Also tu das doch. Dafür verlierst du alles. Oder so gut wie alles. Ich hab ja so Achso. Okay, jetzt hat er noch den einen. Oh fuck. Ich krieg mein Garnis nicht tot. Das ist schon mal klar. Ich habe den Tiger im Tank. Tiger im Tank. Gut zu wissen. Gott, hat der ein Glück mit scheiß Malganis. Das kotzt mich gerade hammerhart an. Magie registrier. Ich fürchte den Tod nicht. Das ist der Garnis. Todes wäre jetzt noch viel schöner gewesen. Oh! Den Tank? Ist ja theoretisch einer. Ich gebe mich geschlagen. Gut gespielt. Aber so einen Schwachen hätte ich nicht gebraucht. Achso, er war sogar Pack. Hat seinen Effekt oder so. Gut. Manchen Wochen wird ein Deck vorgegeben, in manchen müsste selbst eins erstellen, das sollte man. Und in manchen kann man sich immer in die Klasse aussuchen. Okay, nee, man kann sich nicht immer in die Klasse aussuchen. Manchmal wie bei Bumbot gegen Erfotron ist es ja nicht so. Jarosch gegen Gul'dan! Ich sollte doch Hexenmeister spielen. Eure Glück. Seele wird mir gehören! Sieg oder Tod! Ich rechne nicht stark damit, dass ich sehr schnell meine. Okay, Elida, dass ich sehr schnell meine Rüstung aufbauen werde. Grüße! Alles perfekt. Greif an! Mit Elida ist das ganz schön gefährlich für dich, Kollege. Hier gefällt's mir nicht. Ja, auch. Der muss weg. Für den Kriegsabendklar! Was sie wieder nicht kostet. Das ist interessant. Ja, wir warten. Wir sind gespannt. Ein Scharik ist das schon da. Das gefällt mir nicht. Der ist nicht. Nächste Runde, ja. Wenn Illidan noch ein bisschen weniger kosten würde. Beim
Schildschlag funktioniert ja trotzdem. Wie ist der Flugplan? Kann ich nicht sein. Ähnlich. Ähnlich scheiße. Hitch, oh, das ist viel cooler jetzt geworden. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Initiiere Kampf. Stalag. Na, immerhin. Oh. Der ist auch in jedem Deck anscheinend drin. Illidan ist auf jeden Fall gerade sehr, sehr nützlich. Und guck. Ja, toll. Da bleibt jetzt die Frage, ob das Schreckensraus. Muss das sein? Nur 2-7-4er muss auch erstmal loswerden, wa? Fiesta, Fiesta! Fiesta, Fiesta! Sagt der nicht eigentlich Fiesta, Fiesta? Ich glaube, das ist eine Anspielung auf, Rio. Für den Kriegshalte! Fiesta macht natürlich auch die Fiesta. Wer sagt was anderes? Ich meine, es ist ziemlich gut besetzt. Lilan ist aber auch schon fiese, eine fiese erste Karte, weil wenn man alles so billig rausrotzt, aktiviert sich der Effekt. Eine Rauferei! Ich bin dabei! Der ist nicht nett. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das ist jetzt irgendwie direkt wieder teuer. Oh, Sparingstag, ne? Silbermond wird nicht fallen. Mach den Mann. Das ist super interessant. Ich glaube, da muss man ein paar gegen meine Kumpel spielen. Das ist ja mal richtig geil. Ich habe sogar extra 2 Siege offen gelassen, weil ich nicht wusste, wie ich die Folge voll kriege. Aber hat ja trotzdem geklappt. Da wenn ich nach dem ersten Mal direkt gewinne, dann ist ja nicht das zweite, ich daran hängen, bis man zu kurz gewesen war, die ersten. Ich scheiße, das Utum ist viele Fallstück zweimal, ne? Aber egal. Ich habe mir übrigens wieder eine neue Legendäre craften können. Ihr seht, ich habe noch 20 Staub. Die göttliche Gunst hatte ich nur einmal. Ich habe mir Justiziaren Treuherz entgegen. Können habe ich auch heute wieder gepackt. Ja gut, das war's dann mal wieder mit dem Kartenchaos und Hearthstone Heroes of Warcraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns vielleicht sogar schon nächste Woche wieder. Und ich kann jetzt noch meine letzte Runde spielen. Und dann sind alle glücklich. Und rein. Ciao, ciao.